Hi und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Spezialfahrzeuge wie den Rocket Voltic oder den Ruiner 2000 oder den Ramp Buggy in eure Arena einfach abspeichern könnt und wie ihr sie mit dem Bennys Glitch aufmotzen könnt. Wie funktioniert das Ganze? Zu Beginn benötigt ihr in eurer Basis einen freien Stellplatz. Einen einzigen freien Stellplatz. Der Rest sollte mit Fahrzeugen voll sein. Ich befinde mich in einer Sitzung für Spieler nur mit Einladung und für den Glitch benötigen wir einen Kollegen. Aber bevor wir zu dem Glitch kommen, für mehr GTA-Videos, für mehr Glitch-Videos, jetzt auf den Abonnier-Button klicken und das Video liken. Ihr seht jetzt hier, ich habe meinen Kollegen eingeladen. Mein Kollege, der mir hilft, benötigt dieselbe Basis, wie ich sie habe. Und ich habe meinem Kollegen nicht nur eine Einladung in die Sitzung geschickt, sondern gleich 5. Und wenn euer Kollege mit einer dieser Einladungen jetzt in eurer Lobby ist, wechseln wir jetzt die Basis und ich gehe in die Basis meines Kollegen. In der Basis von meinem Kollegen angekommen, steigen wir jetzt in irgendein Fahrzeug, was man in die Avenger fahren kann, wie zum Beispiel hier diesen Deluxor. Mein Kollege drückt dann Steuerkreuz nach rechts und fährt einmal in die Avenger rein. Und jetzt muss mein Kollege etwas ganz Spezielles machen. Und ich zeige euch jetzt die Ansicht meines Kollegen, was er genau tut. Und zwar drückt er die PlayStation-Taste. Und wenn er hier in dem Menü ist, sucht er sich jetzt einen Freund, der aktuell GTA 5 spielt. Dann geht er auf den Namen des Spielers, wo aktuell GTA 5 spielt und bleibt hier auf dem Button beitreten. Hier in der Avenger drückt er jetzt Kreis und Avenger verlassen und geht ganz schnell auf die Sitzung beitreten, wo er gerade war. Also Avenger verlassen klicken, doppelt PlayStation-Taste drücken und ganz schnell auf beitreten. Dann bekomme ich einen unendlichen Black Screen. Mein Kollege wird irgendwann in irgendeiner Lobby gespawnt und nimmt eine weitere meiner Einladungen und kommt zu mir in die Lobby zurück. Und wenn er in meiner Lobby zurück ist, ruft er die Söldner und lässt mich töten. Oder euer Kollege kommt persönlich zu euch und bringt euch um. Geht beides. In meinem Fall hat mein Kollege jetzt die Söldner gerufen, die haben mich gekillt und ich habe meinen unendlichen Blackscreen verloren. Jetzt gehe ich her, hier sieht man im Übrigen noch die Söldner, die mich gerade eben gekillt haben. Ich gehe jetzt her und steige bei meinem Kollegen ins Auto und er fliegt mich jetzt zu meiner Firmengarage. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr wollt, einfach ein CEO-Mitglied werden und euch einen Bassard-Heli bestellen und selber zu eurer Firmengarage fliegen. Das könntet ihr an der Stelle genauso machen. Ich habe jetzt hier die Taxi-Funktion genutzt und habe mich von meinem Kollegen zu meiner Firmengarage fliegen lassen. Wir machen an der Stelle jetzt einen kleinen Cut und sehen uns an der Firmengarage wieder. An meiner Firmengarage angekommen, gehe ich jetzt her, und werde überfahren. Gehe ich jetzt her und rufe das Spezialfahrzeug, was ich in meiner Arena abspeichern will. Ich zeige euch das mal, Interaktionsmenü, Fahrzeuge. Und jetzt könnt ihr hier euch das Spezialfahrzeug rufen, was ihr gerne hättet. Nicht alle Spezialfahrzeuge funktionieren, wie zum Beispiel
Der Speedy irgendwas, irgendwas, der geht zum Beispiel gar nicht. Das haben wir versucht. Aber in meinem Fall habe ich jetzt mal den Rocket Voltic bestellt. Hier ist er. Und dieser funktioniert garantiert. Genauso wie der Ramp Buggy funktioniert garantiert. Und der Ruina 2000 funktioniert ebenfalls garantiert. Wir haben uns jetzt hier für den Rocket Voltic entschieden. Ich fahre das Stück hier eben mal an die Seite. Ich gehe jetzt her und gehe in meine Firmengarage, in irgendeine meiner drei Garagen. In welche ist völlig egal. Es muss nur ein Fahrzeug drin stehen. Und welches Fahrzeug ist ebenfalls völlig egal. In meiner Firmengarage angekommen, steige ich jetzt in irgendein Fahrzeug. Aber bevor ich das mache, suche ich mir jetzt auf meiner PlayStation irgendeine App aus. Zum Beispiel die YouTube-App und bereite das Ganze einmal so vor, ihr bereitet das Ganze so vor, wie ich das hier mache. Dann steigt ihr jetzt in irgendeins eurer Fahrzeuge ein. Völlig egal in welches. Und sobald ihr eingestiegen seid, bekommt ihr einen unendlichen Blackscreen. Bumm, da ist er. Jetzt drückt ihr doppelt die PlayStation-Taste und geht einmal in diese App, die ihr vorbereitet habt, wie zum Beispiel die YouTube-App. Dadurch wird dann GTA 5 angehalten. Dann geht ihr raus aus der App und geht wieder zurück in GTA. So, jetzt steht hier, dass GTA in den Standby-Modus versetzt wurde. Palaber, laber. Ich werde jetzt in meinem Bunker gespawnt. Und wenn ich in meinem Bunker gespawnt werde, was im Übrigen sehr wichtig ist, dass ihr da euren Spawnpunkt auf den Bunker legt, denn nur wenn ihr einmal im Bunker wart, funktioniert nämlich der Benny's Glitch mit dem RC Bandito. Deswegen einmal in den Bunker, bestenfalls einfach den Spawnpunkt auf den Bunker legen. Wenn ihr dann jetzt so wie ich im Bunker gespawnt wurdet, verlasst ihr den Bunker und jetzt genau zuhören. Ihr ruft jetzt den Mechaniker an und bestellt euch ein Auto aus eurer Arena. Nirgendwo anders her. Aus eurer Arena. Es muss natürlich die Arena-Werkstatt sein und ich bestelle mir jetzt hier einen LG RH8. Welches Fahrzeug ich da an der Stelle bestelle, das ist völlig egal. Das hätte jetzt auch ein LG Retro Custom sein können. Das ist völlig wurscht. Hauptsache ihr bestellt jetzt ein Fahrzeug, was euch geliefert wird aus der Arena-Werkstatt. Dann steigt ihr jetzt in dieses Fahrzeug ein und fahrt zu eurer Basis. Ich markiere das jetzt hier eben kurz bei mir auf der Karte. Meine Arena ist zum Glück jetzt nicht weit weg. Die befindet sich nämlich hier. Und jetzt fahrt ihr zu eurer Arena einmal mit diesem Fahrzeug hin. Und bumm, ihr bekommt die Basisvollmeldung. Obwohl ihr ja vorher, wenn ihr euch dran erinnert, ja einen Stellplatz freigelassen hattet in eurer Arena. Das heißt, wenn ihr hier, nicht in eurer Arena, in eurer Basis. Das heißt, wenn ihr jetzt hier die Lagervollmeldung bekommt, dann habt ihr alles bis zu dem Punkt richtig gemacht. Ich fahre jetzt rein und wenn ihr jetzt in eurer Basis drin seid, werdet ihr sehen, dass bei mir der Rocket Voltic in meiner Basis drin steht, aber unsichtbar ist. Ich zeige das hier mal mit dem Cursor und zwar ist er hier. Und jetzt ersetzt ihr das Fahrzeug mit dem Rocket Voltic oder was auch immer ihr euch da ausgesucht hattet und fertig. So, und jetzt kommt im Prinzip der letzte Schmu. Das heißt, ihr geht jetzt her, schnappt euch hier irgendein Fahrzeug oder geht nach draußen und schnappt euch einen Helikopter. Scheißegal, wie ihr es macht. Ich nehme jetzt hier meinen Deluxor, steige in diesen ein und fliege zu meiner Arena-Werkstatt. Wo ja jetzt rein logisch gesehen mein Rocket Voltic drinstehen müsste. Also, einmal hier Flugfunktion und Vollgas. Wir machen an der Stelle natürlich jetzt einen kleinen Cut und sehen uns bei der Arena wieder. Und hier sind wir nämlich auch schon. So, an der Arena angekommen. Könnt ihr das Fahrzeug oder den Helikopter oder was auch immer einfach hier draußen jetzt stehen lassen und lauft in eure Arena rein und dann werdet ihr erstmal Bauklötze staunen, weil
es tatsächlich der Fall ist, dass euer Spezialfahrzeug jetzt in eurer Arena drin steht. Wir werden es hier gleich sehen. Jeden Augenblick bin ich in der Arena. Leider Gottes sind die Spawnzeiten hier immer etwas lange. So, jetzt hier einmal rum ums Eck und Spannung steigt. Rechts an der Ecke, hier ist er. Mein Rocket Voltic steht tatsächlich in meiner Arena drin und es ist Mörder-Glitch, Leute. Hat ein Like auf jeden Fall verdient. Und jetzt zeige ich euch, wie man das Ganze in ein richtig geiles Fahrzeug verwandelt. Und zwar, wie man die Bennys Felgen auf den Rocket Voltic jetzt drauf machen kann. Und zwar, dafür steigen wir jetzt einmal ein, drücken Steuerkreuz nach rechts. Und dann machen wir nämlich den RC Bandito Glitch, der immer noch funktioniert für alle da draußen. Dieser Glitch funktioniert immer, ihr benötigt nur den kaputten Job. Den habe ich euch in der Videobeschreibung nochmals verlinkt für alle, die den Glitch zum ersten Mal machen. Und hier ist der Bandito, gemottet mit Bennys Reifen. Hier einmal Steuerkreuz nach rechts drücken und einfach das Verkaufsmenü wieder verlassen. Und zurück in unseren Rocket Voltic. Hier drücken wir gar nichts, direkt die Optionstaste und auf die Karte gehen. Auf den kaputten Job, den ich euch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Hier Viereck. Steuerkreuz nach links spammen und X drücken. Und dann bekommen wir eine Fehlermeldung und diese bestätigen wir ebenfalls mit X. Und dann passiert das, und zwar haben wir jetzt einen hart gemoddeten Rocket Voltic. Das Ding sieht einfach nur mega Burner aus und das könnt ihr alles wirklich so machen, wie im Video beschrieben. Ihr müsst jetzt nur noch eins machen, ihr drückt jetzt hier Steuerkreuz nach rechts und ihr müsst jetzt an der Stelle irgendwas an dem Fahrzeug ändern. Was? Scheißegal, irgendetwas. Wie zum Beispiel die Fenster, die Federn, vielleicht doch was noch an der Farbe. Irgendwas solltet ihr jetzt an dem Fahrzeug ändern, damit ihr das Ganze abspeichern könnt. Mörderglitch. Ich verlinke euch auch das Video nochmals in der Videobeschreibung, wie ihr den RC Bandito diese Bennys Felgen verpassen könnt. Ebenfalls Link in der Videobeschreibung, ich nenne es ausführliches Video, einfach mal reinschauen und sich das Video anschauen dazu, wie man den genau so hinbekommt. So, seid ihr fertig, dann drückt ihr Kreis und geht auf Arena verlassen, nicht Werkstatt verlassen, sondern Arena verlassen. Und dann passiert Folgendes, und zwar, ihr seht, der Rocket Voltic hat jetzt hinten das North Yankton Kennzeichen, er hat einen bombengeilen Paintjob drauf, er hat die Bennys Felgen drauf und jetzt müsst ihr abschließend nur noch eine Sache machen, und zwar, dieses Fahrzeug befindet sich jetzt immer in eurer Arena und das beweise ich euch jetzt an der Stelle nämlich auch noch, indem ich jetzt einmal hergehe, ich gehe auf den Motorradclub und lagere das Fahrzeug über den Motorradclub einfach wieder ein. Das zeige ich euch jetzt mal hier. Motorradclub, Fahrzeug wieder einlagern. So, und wenn ihr jetzt in eure Arena zurückgeht, ich löse jetzt hier noch kurz noch den Motorradclub wieder auf. So, jetzt. Wenn ihr jetzt zurückgeht in eure Arena, werdet ihr sehen, dass der Rocket Voltic dort immer noch steht. Und da wird er auch für immer bleiben. Außer ihr schiebt ihn irgendwo anders hin. Aber nur in der Arena ist das Fahrzeug sichtbar. Schiebt ihr das Fahrzeug jetzt beispielsweise einfach in eine 10er-Garage, ist der Rocket Voltic unsichtbar. Das würde ich nicht tun an eurer Stelle. Deswegen, in eurer Arena, finde ich, ist das Auto gut aufgehoben. Es sieht einfach nur Porno aus. Und hier um die Ecke rum, ich zeige es euch jetzt natürlich nochmal, hier steht er wieder. Hat alles mega stark funktioniert. Jetzt müsst ihr da draußen nur noch eins machen, auf den Abonnier-Button hauen und natürlich gebt dem Video ein Like, denn ich finde, das Video hat ein Like verdient. Und ich zeige euch jetzt noch, was ich ebenfalls noch ausprobiert hatte, was mega gut funktioniert hat. Und zwar habe ich mir den Ruiner 2000 ebenfalls hier gemoddet in die Arena gestellt. Einfach nur Porno das Auto und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Teilt das Video mit euren Freunden und wenn jemand fragt, wo hast du es zuerst gesehen,
einfach sagen, bei Lurche Nummer 1. Ciao.